Regionalmagazin in Donau-Hausruck. Wir sind für Sie dort, wo etwas los ist. Tägliche Top-News und unser regionales Online-Kaufhaus finden Sie auf regional-magazin.at. Ihr Autohaus Rosenauer in Wallern an der Trattnach mit Tankstelle und Waschanlage lässt Sie auch in Zeiten wie diesen nicht im Stich. Neben unserer Werkstätte mit allen Leistungen ist auch unser Verkaufsteam mit hochattraktiven Angeboten für Sie da. Alle Infos gibt's auf rosenauer.at. In erster Linie freuen wir uns aber darauf, Sie persönlich begrüßen zu dürfen. Gasthaus Scheich in Wallern. Dort, wo es die wohl besten Back- und Brathändel des Universums gibt. Scheich-Wallern.at. Tracht ist Lebensfreude, die man das ganze Jahr über zu vielen Anlässen, Events und Feiern tragen kann. In der Trachten-Wichtelstube finden Sie dazu die passenden Outfits. Ob Sie es klassisch oder modern bevorzugen, die aktuelle Trachtenmode ist eine gelungene Verbindung von Tradition und Moderne. Die neuen Dirndln bestechen durch die Vielfalt der Materialien, den unterschiedlichen Farben und raffinierten Schnitten. Sanfte Mischfarben versus Kontraste. In puncto Styling machen Herren nicht nur in der Lederhose eine gute Figur, in der Wichtelstube findet Mann eine große Auswahl an Anzügen, elegant, geschmackvoll und modern. Als perfekte Ergänzung bieten sie Schuhe, Taschen und Tücher an, denn nichts gibt der Tracht so viel Charakter wie ausgesuchte Accessoires. Tracht lässt wirklich jeden fantastisch aussehen und ist so wandelbar wie kaum ein anderes Kleidungsstück. Trachten-Wichtelstube, Ihr Geschäft für jeden trachtigen Anlass. Renntag Nummer 2 im Oberösterreichischen Motocross Cup und in der Oberösterreichischen Motocross Landesmeisterschaft 2021 geht am 3. Juli knapp außerhalb von Oberösterreich über Stock und Stein, denn die knapp 3500 Einwohner zählende Gemeinde Behamberg, die 10 Kilometer östlich von Steyr liegt, gehört zum niederösterreichischen Bezirk Amstetten. Als Veranstalter glänzt, auch in Zeiten wie diesen, einmal mehr der MCC Behamberg. Da reist man selbst mit Corona-Hindernissen sehr gerne an. Ja, selbstverständlich lohnt sich das. Wir haben eine Stunde an der Grenze gebraucht, zwei Stunden warten wir einmal gefahren. Kein Problem, aber wir fahren gerne einmal, weil es ist jede Minute an der Grenze, es ist wert, dass man runterfährt. Österreich ist einfach top.
Ja, es freut mich auch, dass auf alle Fälle so viele Leute gekommen sind, so viele Fahrer gekommen sind. Wir haben zum Zeitpunkt der Ausschreibung, war eigentlich noch gar nicht fix, ob wir fahren haben können. Und wie ich dann gesehen habe, es passt von den Genehmigungen, habe ich gesagt, wir machen das wirklich für die Fahrer, dass die Fahrer wieder mal einen Spaß haben und dass sie wieder mal Rennen fahren können. Und jetzt vor ein paar Tagen habe ich nur die Genehmigung für Zuschauer gekriegt. Also es gibt eigentlich kein schöneres Geschenk. Und wenn man jetzt so schaut, wunderbar. Ja, heute ganz besonders. Ich glaube, wir haben einen Starterrekord im oberösterreichischen Motocross Cup. Nahezu 300, die hierher gekommen sind. Und es ist eine fantastische Veranstaltung. Ich glaube, das passt richtig gut zusammen. Die MZC Bernberg als Topverein und Karl Schmiedinger mit einer Top-Crew im oberösterreichischen Motocross Cup. Ja, aus dem Grund, weil einige Rennen nicht stattgefunden haben, haben wir eine Rekordstarterzahl von 280 Startern erreicht. Und wie gesagt, genau deswegen muss man dem Bürgermeister der Gemeinde und der BH einen Dank sagen, dass sie für sowas das okay gegeben haben. Und es wird alles eingehalten, es wird darauf geschaut, es wird keine Probleme geben. Somit sind alle happy. Bernberg ist immer reisewert. Mein Chef der Geschichte war eine nette Veranstaltung. Ich habe halt den Cup organisiert und das ein paar Jahre lang. Aber Bernberg, das weiß ich, die sind immer bemüht, die haben super Strecken. Sie haben das Glas hergerichtet. Wieder haben sie trotz der vielen Starter des Hams, ist das eine tolle Veranstaltung. Es macht einfach Spaß, da zu sein. Ja, Bernberg ist wirklich klasse. Also die Organisation, da kann man sagen, was man mag. Und Strecke auch einwandfrei. Ich bin da schon vor 20 Jahren gefahren und das war auch schon klasse. Und man kann es nur weiterempfehlen. Dieses Weiterempfehlen passiert ganz sicher schon seit vielen Jahren. Das ist wohl auch der Grund, warum man in Bernberg sehr bekannte Gesichter auf und neben der Rennstrecke sieht. So zum Beispiel den Gewinner des Ski-Abfahrts-Weltcup der Saison 2011-2012, Klaus Kröll. Der 41-jährige Steirer ist mit 156 Abfahrtsrennen übrigens Rekordhalter in dieser Disziplin. Anstatt die Streif runter, geht's in Bernberg eher bergauf. Ja, es zieht, glaube ich, alle ein bisschen einfach hin zu den Sachen, aber nein, ich tue es schon lange. Also für mich war das immer Ausgleichstraining im Sommer, auch für den Speed, dass ich den nicht verliere, für die Reaktion und für die Augen vor allem auch. Ja, und es macht auch heute Spaß natürlich. Froh ist der sechsfache Weltcupsieger über das endlich wieder fahren dürfen. Und er zeigt auch, dass er nicht nur auf zwei Brettern, sondern auch auf dem Stahlross sauschnell unterwegs ist. Ja, genau, es ist jeder froh, das sieht man bei der Anzahl für die Teilnehmer, glaube ich, und Zuschauer natürlich auch. Für mich ist es fast eine Premiere, weil ich fahre normal keine Rennen, aber ich denke, ich probiere es einmal, mir taugt es gerade und ja, ist richtig schön da. Naja, keine Rennen, Platz 5 oder 6 beim Qualify. Ja, also nein stehe ich da und ja. Das passt. Also, mir geht es nicht unbedingt, dass ich da gewinne, sondern wie wir gerade haben. Ich will das einmal erleben. Eben wie gesagt, bin der Kass gefahren und da neben 40 Kronen in Deppert stehen, ist gar nicht so ohne, was ich sage. Vor allen Dingen hast du dir allerdings eine Klasse ausgesucht, die eine der schwierigsten ist. Die ehrgeizigsten überhaupt. Old Boys, Ü50, Ü40. Ja, was heißt das für mich? Weiß ich nicht. Alles beim Skifahren, also die Mastersklasse heißt, wir sind die fanatischsten. Kann ich jetzt da noch nicht behaupten, weil ich sage, es ist bis jetzt sehr gut Zugang in die Trainings und Qualifying, war alles fair und ich glaube, der Respekt ist schon ganz groß da, das passt schon. Der Skistar zeigt dann auch im Rennen der Old Boys, dass er auch dieses Metier beherrscht. In der Ü40-Wertung fährt er auf die Ränge 5 und 7, das bedeutet Tagesrang 5. Vor ihm liegen in der Bernberger Gesamtwertung Thomas Moosbacher, der beide Rennen gewinnt, Christian Franich, Josef Rammel und Sascha Ring. Interessierte Beobachterin ist dabei eine ÖSV-Kollegin von Kröll, denn am Streckenrand steht eine Lady, die normalerweise um einiges weiterspringt als die Motocrosser. Sie hat sich 2008 die Goldene bei der Junioren-WM und später 4 weitere Medaillen in der allgemeinen Klasse geholt. Sie ist Oberösterreichs Aushängeschild im Weltcup-Zirkus der Skispringerinnen und heißt Jacqueline Seifritzberger. Also mich interessiert das halt und ich finde es einfach eine super Veranstaltung und darum bin ich da. Nein, ganz ehrlich, also von meinem
Freund, der Sohnemann fährt und da drücke ich natürlich die Daumen. Also ich selber habe es noch nicht probiert. Glaube ich, mit meinen Knien vielleicht auch nicht mehr so vom Vorteil, aber ja, scheinbar tun die das recht gern und nehmen es auch zu Trainingszwecken her und ich finde es auch super. Also muss man schon mutig sein, dass man das macht. Ja, das freut uns, weil ich glaube, dass viele Stars relativ im Geheimen Motocross trainieren, weil es einfach eine super Allround-Belastung ist und Fahrtechnik alles mitgemixt. Auch ein hartes Training, was ein bisschen Spaß macht, das spielt vielleicht auch mit und somit sind wir sehr wohl mit unserem Motocross-Sport sehr lange schon verbunden und wollen es auch noch ein Eitel so bleiben. Der Mastermind des Oberösterreichischen Motocross Cup und der Oberösterreichischen Motocross Landesmeisterschaft managt mit seiner Partnerin Jenny aus genau diesen genannten Gründen nicht nur Österreichs beliebteste Motocross-Hobby-Rennserie, sondern gibt bei den über 50-Jährigen auch noch ordentlich Gas. Schmiedi, wie er genannt wird, belegt in Bärenberg Tagesrang 6. Am obersten Stockerl steht nach den zwei Umläufen Manfred Kainz, rechts neben ihm das bayerische Urgestein Jürgen Lohr, links Gerhard Lauck. Das Pendant zu den Grauen Panthern gibt es in den Rennen der Klasse Kids Race 50 und 65 Kubikzentimeter zu sehen. Was da die Bambinis so ab dem 5. Lebensjahr auf ihren PS-Gefährten zeigen, da bleibt vielen der Mund offen. Erfreulich ist auch das immer größer werdende Starterfeld in dieser Miniklasse. Und eines ist auch ganz sicher. Alle, die hier fahren, wissen später, dann, wenn sie auf öffentlichen Straßen Rad und dann Moped fahren dürfen, ganz sicher, wie man sich dort zu verhalten hat, um Unfälle zu vermeiden. Außerdem sitzt man auch bei dieser Sportart nicht vor Computer oder Handy. Ja, es ist immer wieder ein Thema natürlich, es gibt so viele Sportarten. Schön ist, dass die jungen Sportler was machen. Das ist völlig egal, ob Fußball oder Motocross oder anderes. Wichtig ist, dass man Sport macht, dass man was macht in der freien Natur. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. In der freien Natur bewegen sich aber nicht nur die Youngsters, sondern auch jede Menge Damen und Herren in der Hobbyklasse NX Open. In dieser trifft man so ziemlich jede Berufsgruppe. Hier steht schlicht und einfach der Spaß an der Sache im Vordergrund. Aber natürlich gibt's auch in der Hobby MX Open sehr schnelle und nicht ganz so schnelle. Am Ende des Tages stehen allerdings nur der Spaß am Motocross-Sport, das sich bewegen können und sich mit Gleichgesinnten zu treffen, ganz oben auf der Prioritätenliste. In der Klasse MX 85 geben dann diejenigen Gas, mit denen in den nächsten Jahren dann in den schnellen Klassen wie MX2 oder MX Open zu rechnen ist. Die beherrschen ihre PS-Gefährte zum Großteil schon perfekt. Springen, Kurven fahren und Überholmanöver. Das alles sieht schon ziemlich professionell aus. Nach zwei Rennen heißt es dann, Endgewinner ist Matthias Stingl. Mit ihm steigen Oliver Schmidt und Leonardo Franzucci aufs Podest. In der MX 125, diese Läufe gehen so wie alle übrigen Klassen über 10 Minuten plus 2 Runden. Ausnahmen sind jeweils mit 15 Minuten plus 2 Runden nur die beiden oberösterreichischen Motocross-Landesmeisterschaftsklassen MX 2 und MX Open. Sehen die Konkurrenten in beiden Umläufen nur den Auspuff von Kevin Schneeweiß Motocross-Maschine. Rang 2 in der Tageswertung sichert sich Sebastian Zachs vor Christopher Irsiger. Da Motocross auch durstig und hungrig macht, gibt's in Bärenberg natürlich eine Mittagspause. Und bei der stehen ein weiteres Mal die Ehrenamtlichen des MCC Bärenberg, ihre Frau und ihren Mann. Also das ist sowieso ein Wahnsinn. Wir haben jetzt ein junges Team und das freut mich so. Es hat wirklich top geklappt, von der Streckenaufbereitung über die Gastro. Es sind so viele Sachen zu machen. Und also ich möchte mich wirklich bei jedem einzelnen Clubmitglied, Helfer, Unterstützer bedanken, dass das so funktioniert hat. Und wirklich von Herzen ein Dankeschön.
diese 50 bis 60 fleißigen Heinzelfrauen und Heinzelmänner des MCC, wobei da das Rotkreuz-Rettungsteam samt Notarzt oder auch die Polizei, wie bei ihrem Kollegen Robert Garleitner, aus Sicherheitsgründen ebenfalls anwesend ist, gar nicht eingerechnet sind, müssen beim Mittagsmahl etwas aufs Tempo drücken. Denn nach gut einer halben Stunde geht's in Pernberg auch schon wieder weiter mit Schnellfahren und Weitspringen. Bei der Klasse Hobby MX2 ist hinter dem Startgatter so wie bei fast allen Serien kein Platz mehr frei. Den Tagessieg holt sich Tobias Meyer mit den Rängen 1 und 3. Auf Rang 2 fährt und springt mit den Plätzen 4 im ersten und dem Sieg im zweiten Umlauf sensationell eine Lady. Sarah Schnelzer heißt die schnelle Dame, der für den Sprung aufs oberste Stockerl nur 4 Punkte fehlen, die aber den dritten Martin Mahl klar auf Distanz hält. Damit, last but not least, zu den beiden Motocross-Landesmeisterschaftsklassen. Beginnen wir mit der MX2. In dieser Klasse fährt in beiden Läufen Florian Dimminger als erster über die Ziellinie. Karl Massuri holt sich mit den Rängen 3 und 2 Silber in der Tageswertung. Daniel Schatz klettert mit den Rängen 2 und 4 mit den beiden als Dritter auf Stockerl, das Manuel Fierla mit den Plätzen 5 und 3 knapp verpasst. Zum Abschluss jetzt noch die schnellste Serie, die in Bärenberg über die selektive Naturstrecke geht. In der MX Open ist in beiden Durchgängen ein Mann namens Schwedinger nicht zu schlagen. Andreas, der Sonnemann von Cup-Chef Karl Schwedinger, holt sich zweimal die 25 Punkte für die oberösterreichische Motocross-Landesmeisterschaft. Zweimal auf Rang 2 beendet David Schöfbeck diesen Renntag. Mit Tagesrang 3 reist Michael Pammer aus Niederösterreich zurück ins Sportland Oberösterreich. Soweit unser Bericht vom Renntag Nummer 2 im oberösterreichischen Motocross Cup und in der oberösterreichischen Motocross-Landesmeisterschaft in Bärenberg, wo man höre und staune, sogar ein Polterabend, in diesem Fall richtigerweise ein ganzer Poltertag am Programm steht. Zwar nicht den Hochzeitstermin, aber alle Ergebnisse, Fotos und weiteres gibt es wie gehabt auf ooe-motocrosscup.at. In Sachen Cup-Termine 2021 sieht es derzeit so aus. Ja, das Finale ist schon fix am 26. September im Taufkirchen. Aber falls da bis dorthin coronamäßig wieder eine Bremse kommen könnte oder sollte, möchten wir gern am 8. August in Jenen, in Strakonice, noch ein Rennen einschieben. Da sind wir in Verhandlung. Wenn wir es zusammenbringen, habe ich lieber 4 wie 2. Apropos Termine. Da jetzt endlich wieder Motorsportfeste über Stock und Stein, aber auch über den Asphalt gehen können, dürfen sich Aktive und Fans heuer im Herbst auch wieder auf das legendäre Enduro-Rennen rund um den Koglerhof und auch auf das Autobergrennen in St. Agatha freuen. Infos dazu gibt's unter rammeis-motorrad.at und auf bergrennen.at. We'll be right back.